Ein Brandanschlag in der Ukraine. Molotow-Cocktails fliegen auf eine Einrichtung der ungarischen Minderheit in der Grenzregion Transkarpatien. Der Hauptangeklagte behauptet, den Auftrag dazu habe der ehemalige AfD-Mitarbeiter Manuel Ochsenreiter gegeben. Gemeinsame Recherchen von T-Online und dem ARD-Politikmagazin Kontraste erhärten diesen Verdacht. Vor einem polnischen Gericht läuft seit Mitte Januar ein Prozess gegen Michał P. und zwei weitere Männer. Sie sollen im Februar 2018 den Anschlag im ukrainischen Uschhorod durchgeführt haben. Den Behörden zufolge sollte die Tat ukrainischen Neonazis zugeordnet werden. Das Ziel, die Beziehungen zwischen Ukrainern und der ungarischen Minderheit in der Grenzregion aufheizen. Vor Gericht behauptete Michał P. den Auftrag zum Anschlag von Manuel Ochsenreiter bekommen zu haben. Der war bis vor kurzem noch Mitarbeiter des AfD-Bundestagsabgeordneten Markus Frohnmeier. Ochsenreiter und Michał P. kannten sich. Dieses Foto zeigt sie nebeneinander bei einer Veranstaltung von prorussischen Aktivisten in Polen. Vor der T-Online-Kamera wollte der zuständige Staatsanwalt im polnischen Prozess noch nichts zu weiteren Belegen gegen Ochsenreiter sagen. Das Verfahren wird noch von der Staatsanwaltschaft untersucht, weshalb ich Ihnen zum jetzigen Zeitpunkt keine Informationen über ihn geben kann. Mittlerweile konnten T-Online und Kontraste aber die Gerichtsakten einsehen. Darin finden sich Belege für die Anschuldigungen gegen Ochsenreiter. Unter anderem gibt es ein Chatprotokoll, in dem Michał P. seiner Frau von einem Treffen mit dem AfD-Mitarbeiter in Berlin berichtet. Dabei soll Ochsenreiter ihm die Belohnung für den durchgeführten Anschlag bezahlt haben. Tatsächlich stand Michał P. am genannten Tag auf der Passagierliste eines Flugs nach Berlin-Tegel. Zudem steht in den Akten, Chats zwischen dem Polen und Manuel Ochsenreiter seien beim Inlandsgeheimdienst ABW archiviert. Der AfD-Abgeordnete Markus Frohnmeier und sein Mitarbeiter haben sich am 15. Januar getrennt. Einvernehmlich heißt es, Ochsenreiter habe Schaden von seinem Abgeordneten fernhalten wollen. Denn mittlerweile ermittelt auch die deutsche Staatsanwaltschaft gegen ihn. Ein ungeheuerlicher Vorgang, wie der Sprecher für Osteuropapolitik von Bündnis 90 Die Grünen, Manuel Sarrazin, findet. Also man muss sich das mal auf der Zunge zergehen lassen. Es gibt hier Mitarbeiter von Abgeordneten, von frei gewählten Abgeordneten, die von der Staatsanwaltschaft in Ermittlungen anscheinend in Zusammenhang mit der Organisation von Terroranschlägen in befreundeten Staaten gebracht werden. Das heißt, hier benutzt ein Abgeordneter anscheinend seine Gehälter, die vom deutschen Steuer bezahlt werden, um Menschen ein Auskommen zu geben, die mit ganz, ganz zweifelhaften Tätigkeiten in Deutschland, aber auch in unserer Nachbarschaft in Verbindung gebracht werden können. Und diese Verbindungen reichen nach den Recherchen von T-Online und Kontraste bis zu russischen Oligarchen und faschistischen Ideologen. Dieses Foto zeigt Manuel Ochsenreiter mit Alexander Dugin. Der ist eine zentrale Figur in einem Netz, das westliche Staaten destabilisieren und unter russische Führung bringen will. Der Gouverneur der ukrainischen Region Transkarpatien, Gennadi Moskal, vermutet eine Verbindung zu russischen Geheimdiensten. Ich kann nicht sagen, ob Ochsenreiter ein Agent des russischen Geheimdienstes ist oder ob er nur von ihm finanziert wird. Fest steht aber, er hat den Brandanschlag finanziert. Fakt ist, Manuel Ochsenreiter ist das zweite Vorstandsmitglied des Zentrums für Eurasische Studien, das sich mit schweren strafrechtlichen Vorwürfen konfrontiert sieht. Den Verein hatte er gemeinsam mit Markus Frohnmeier und dem Polen Mateusz Piskorski gegründet. Piskorski, hier links neben Ochsenreiter, wird Spionage für Russland und China vorgeworfen. Er ist in Polen angeklagt. Alle Hintergründe, wie weit das Netz des ehemaligen AfD-Mitarbeiters Manuel Ochsenreiter geht, lesen Sie hier bei T-Online.